liebe YouTube-Freunde. Wir wollen meine Kürbisse bewässern. Hier, erster Gang ist mit dem Druckfass Wasser ansaugen vom Bach auf der anderen Seite, damit dann die Pumpe hinter mir schöpfen kann. Bewässerung läuft wunderbar. So, Bewässerung nähert sich dem Feldende. Ich denke, ja, geht doch noch eine Stunde, bis alles bewässert ist. Es ist jetzt auch keine Uhr mehr am Handgelenk. Ich musste die zur Reparatur bringen. Armband war eingerissen. Ne? Ich schätze, es ist jetzt 2:30. Seit morgen. Ja, 9 Uhr haben wir gestartet. Ja, 5 Stunden rechnen wir, haben wir gerechnet bewässern. Und 60 Kubik pro Stunde, 5 Stunden, gleich 300 Kubikmeter Wasser auf eine Hektare Kürbis. Ja, hier, diese warten noch auf Wasser, hier am Rand. Aber es kommt. Oh, es regnet. Ja, jetzt habe ich da eine Dusche gekriegt. Aber bei diesem warmen Wetter macht das nichts. So, wir sind am Rand. Ich will immer auf die Uhr schauen, habe keine. Es ist irgendwie 2:30. Ja. War da von 9 Uhr bis 2:30 da die Bewässerung gelaufen. Ich gehe jetzt da die Pumpe abstellen. Der Haspel ist schon gestoppt. Der spritzt da jetzt noch ein bisschen in der näheren Umgebung rum.
geschafft. Bin froh, konnten wir die bewässern. Jetzt, von jetzt an habe ich kein Problem mehr. Da ist genug Wasser. Jawohl. Ja, liebe YouTube-Freunde, der Bauer Hausi ist schon froh, hat den Nachbarn, die er fragen kann, für Maschinenmiete oder jetzt wie heute Kürbis bewässern. Ne? Ganzes Feld bewässert, ca. 300 Kubikmeter. Ja. Und jetzt haben wir alles weggeräumt, die ganze Leitungen, alles ist weg. Ist auch Abend 8 Uhr und Bauer Hausi ist ein bisschen müde.